Hallo ihr Lieben, schön, dass du Yoga mit Marleen eingeschaltet hast. Dich erwartet heute eine kurze Sequenz, die den Schultergürtel stärkt und den Brustkorb öffnet. Ideal also, wenn du deine Haltung verbessern willst und einseitige Alltagshaltungen ausgleichen möchtest. Ich lade dich ein, einfach deine Hände vor dir wegzustrecken und dich auf den Punkt zu konzentrieren, wo der Arm die Schulter trifft, dein Schultergelenk. Und von hier den Arm so weit nach vorne zu schieben, wie es dir möglich ist. Du spürst vielleicht sogar, dass die Schulter aus dem Gelenk herausgleitet. Ein sehr mobiles Gelenk. Und dass genau deshalb viel Muskulatur zum Stützen und Schützen braucht. Und dann von hier nimm die Schulter so weit zurück, wie es dir möglich ist, nach hinten raus. Und dann von hier lade ich dich ein, dass du direkt in einen Vierfüßlerstand kommst. Die Handflächen unter den Schultern, die Arme gestreckt, die Knie unter den Hüften. Umarme sanft deine Mitte, der Bauch ist aktiv. Und dann von hier ein paar Runden Katzenbuckel, Bauch lang ziehen. Mit der Einatmung ziehst du den Bauch lang, richtest den Blick nach vorne. Mit der Ausatmung ziehst du die Schultern zur Decke. Aber konzentriere dich jetzt heute hier vor allem auf deinen Schulterbereich. Das heißt, mit der Ausatmung schiebst du die Schultern so weit wie es geht oben zur Decke. Und mit der Ausatmung längst du die Körpervorderseite, sodass du jetzt die gesamte Körperrückseite mobilisierst, aber schon etwas von der Bewegung, die wir gerade gemeinsam geübt haben, hier mitnimmst. Und dann für die letzten paar Wiederholungen verlagere dabei das Gewicht mal etwas mehr zurück und mal etwas mehr nach vor, sodass du dich fast über deine Fingerspitzen schiebst und schau, was hier der Unterschied ist. Und dann kommt von hier in eine neutrale Position, der Bauch umarmt wieder Wirbelsäule und der Rücken bleibt jetzt lang, Steißbein zieht lang nach hinten, Scheitel lang nach vorne. Und ich lade dich ein, diese Bewegung von zu Beginn zu isolieren. Dich mit der Einatmung aus den Schultern, Gelenken herauszuschieben. Und dich dann hineinsinken zu lassen. Nimm dir ruhig Zeit, wenn du es zum ersten Mal machst, kann es sein, dass es wirklich noch sich nicht ganz so natürlich anfühlt. Das kommt mit ein paar Wiederholungen. Wir machen noch 5 und für die letzten 5 lade ich dich ein, wirklich den gesamten Bewegungsspielraum auszuloten. Wenn du gar noch nichts spürst, kannst du die Knie auch etwas mehr zurücknehmen oder die Beine strecken. Jetzt wird es hoffentlich schon ein bisschen warm um die Schultern. Und dann von hier komm in, mit gestreckten Armen, schieb dich aus den Schultern, Blättern heraus und komm nach vor in die Bauchlage. Roll die Schultern dreimal zurück. Das heißt, du ziehst sie lang nach oben zu den Ohren, hoch zur Decke und nach hinten Richtung Fersen. Und beim dritten Mal hebst du dich aus der Kraft der Hände, die nach unten drücken, nach vorne und oben an. Der Blick geht nach unten oder so 3-4 Meter nach vorne. Die Ellenbögen bleiben eng. Ja, dann mach nochmal tief ein. Und dann komm in die Bauchlage, von hier atme aus. Und so für die nächste Übung lade ich dich ein, den Handrücken auf den Sacrum, also auf den Übergang Unterrücken-Gesäß zu legen und die Handfläche der anderen Hand auf den Hinterkopf. Mir sitzt linke Hand unten, rechte oben. Wichtig ist nur, dass wir später tauschen. Ich zeige es dir nochmal hier, das heißt, du kommst in die Bauchlage, eine Hand Unterrücken, eine Hand Hinterkopf. Und was wir gleich machen werden, ist beides so anzuheben. Schulterblätter ganz, ganz eng. Und dann zu wechseln, ohne dann den Hinterkopf, den unteren Rücken oder den Boden zu berühren.
Und im Sitzen spürt man es wahrscheinlich schon, in der Bauchlage wird es noch intensiver. Das heißt, wenn du in der Bauchlage das Gefühl hast, das ist heute noch zu viel, komm gerne ins Sitzen. Das heißt, linke Hand unter Rücken, rechte Hand hinter Kopf. Und deine Stirn kann die ganze Zeit auf der Matte oder einem T-Shirt, einem Handtuch sein, wenn das angenehmer ist. Oder wenn du im Nacken nicht müde wirst, kannst du eigentlich auch den Kopf heben. Wichtig ist, Bauch umarmt noch immer die Wirbelsäule, der untere Rücken bleibt lang, du kommst nicht in den Hohlkreuz. Das passiert ganz gern bei diesen Rückbeugen in der Bauchlage. Kannst du immer sanft denken, Schambein in die Matte drücken, Wirbelsäule umarmen, das heißt Unterbauch sanft zur Körpermitte ziehen. Dann komm hier in die Bauchlage, atme noch dreimal durch, um jetzt wirklich hier in der Haltung anzukommen. Und dann hebe nur die Ellenbogen. Und nimm die Schultern weg von den Ohren. Schulterblätter zueinander ziehen. Und auch Hände abheben. Und merkst wahrscheinlich schon, es wird warm. Vielleicht zittert es auch ein bisschen. Und dann von hier, ohne groß nachzudenken, wechseln. Linke Hand kommt nach oben. Rechte Hand nach unten. Bauch bleibt fest, die Beine bleiben entspannt. Du kannst jeden Halbkreis einen Atemzug sein lassen oder den Atem einfach fließen lassen. Achte einfach darauf, dass das Kiefer gelöst bleibt. Und der Atem weiter fließt. Auch wenn es spätestens jetzt wahrscheinlich schon warm wird. Ich spüre es jedenfalls. Wenn du es nicht spürst, nimm die Schulterblätter noch mehr zusammen. Heb die Hände mehr an. Also du kannst jetzt wirklich auch steuern. Schultern bleiben oben. Noch für die letzten drei. Und dann das nächste Mal, wenn die linke Hand zum Kopf kommt, lege die linke Handfläche auf den Hinterkopf, den rechten Handrücken auf den unteren Rücken ab. Wenn du dich für die Variante im Sitzen entschieden hast, lege einfach die Handrücken in deinen Schoß, lass die Schultern hängen. Merk, wie der Bereich jetzt wahrscheinlich sich etwas wärmer anfühlt. Dann löse die Hände, nimm die Handflächen unter die Schulterblätter, roll die Schultern nochmal weit zurück, drück die Hände in die Matte, heb dich in die Cobra an. Und wenn du möchtest, beweg hier auch mal den Nacken. Und folge gar keinem Muster, folge vielmehr den Orten, wo du sanfte Verspannungen spürst. Einen sanften Widerstand. Es geht jetzt nur darum, hier ein wenig Bewegung, Mobilisation reinzubringen. Und dann mit der nächsten Ausatmung von hier kommen die Stellung des Kindes. Und wichtig ist mir nur, dass du jetzt die Schultern nochmal ein paar Atemzüge in der eher gewohnten Haltung entspannen kannst. Du kannst dafür die Knie geschlossen halten, die Stirn auf die Matte legen. Du kannst die Knie öffnen, die Hände nach vorne legen. Oder eine Variante, die für heute vielleicht sehr schön wäre, kniematenbreit öffnen und mit den Händen zwischen den Knien durch die Fersen greifen. Ah, hier legst du die Stirn auf der Matte ab. Einmal
Seite, wenn du dich hierfür entschieden hast. Wieder nach vorne und kommen hier direkt in die Rückenlage. Die Füße hüftbreit aufgestellt, die Handflächen neben dem Becken, der untere Rücken liegt lang auf der Matte. Dann lade ich dich hier ein, so 3-4 Atemzüge mit der Einatmung einen Rundrücken zu machen. Mit der Ausatmung die Schamlippen heranzukippen und vielleicht das Becken schon ein Stück weit anzuheben. Dabei drückgehen die Füße in die Matte und wenn hier, wie bei mir, die Fersen relativ eng am Gesäß sind, hebt sich das Becken dabei fast wie von selbst ab. Einfach Füße in die Matte drücken. Und dann das nächste Mal, wenn du das Schamlippen herankippst, heb das Becken an. Und wandere jetzt mit den Händen so weit unter deinen Körper, wie es dir möglich ist. Und greif vielleicht sogar deine Finger, verschränke sie ineinander für die Brücke. Drück jetzt mit den gestreckten Armen nach unten in die Matte. Drück mit den Füßen, mit den Fersen in die Matte. Die Knie sinken nicht auseinander, sondern die beiden Innenseiten drücken fast zueinander. Das Brustbein kommt dabei immer mehr Richtung Kinn, aber das Kinn weg vom Brustbein, sodass der Nacken lang bleibt, dass du hier noch gut Luft bekommst. Und dann, wenn du noch ein bisschen Platz hast, gern die Handflächen zueinander bringen. Und wirklich aktiv mit den Füßen, aber noch mehr mit den gestreckten Armen, mit den Handaußenkanten in die Matte drücken, sodass sich jetzt der Brustkorb nochmal weit öffnen darf. Bleib dabei, auch wenn es warm wird, das ist genau, was wir jetzt wollen. Atme noch zweimal durch. Und dann mit der nächsten Ausatmung löst die Verschränkung in den Händen, lass die Schultern aber gern eng und leg das Becken auf den Händen ab. Für einen Moment lass die Knie zueinander sinken, die Füße mattenbreit werden. Und dann zum Abschluss lade ich dich ein, in der Rückenlage nochmal diese Position zu wiederholen, die wir soeben zum Kräftigen in der Bauchlage gemacht haben. Nur, dass es jetzt eher um den Dehneffekt der Position geht. Und zwar legst du jetzt gleich den einen Arm in den unteren Rücken und den anderen in den Hinterkopf. Nehmen wir wieder die linke Hand zuerst nach unten. Und es ist wirklich okay, wenn sie am Sacrum liegt oder vielleicht höchstens Beginn Brustwirbelsäule. Und die zweite Handfläche oder der Unterarm kommen unter den Kopf, fast so wie als Kopfpolster. Und vielleicht kommt die Handfläche dabei, sogar bis zwischen die Schulterblätter. Aber mir ist jetzt wirklich wichtiger, dass du in eine Position kommst, in der du gut entspannen kannst. Das heißt, wenn die Handfläche beim Kopf bleibt, ist das genauso gut. Wichtig ist, dass du hier gut losgelöst sein kannst. Ich wollte sagen, eine sanfte Dehnung spürst, nur so meine Erfahrung ist, dass die meisten dann was Großes erwarten und sie die kleinen Feinnuancen am Weg übersehen. Und hier geht es jetzt wirklich um die feine Nuance, so 50-70% deiner gesamten Dehnkapazität. Und dann lade ich dich ein, von hier in die Rückenlage zu kommen, je nachdem, was dein unterer Rücken bevorzugt, kannst du die Füße so aufgestellt lassen, die Knie zueinander gesunken, sodass du hier nichts mehr festhalten musst oder beide Beine gestreckt.
Und wenn du eine Variante gefunden hast, in der du gut entspannen kannst, vertiefe wieder deine Atmung. Und lass den Kopf schwer nach hinten auf die Hand, den Arm sinken. Lass den Brustkorb, dein Becken schwer werden. So dass du die nächsten paar Atemzüge dir erlaubst, wirklich loszulassen. Und es der Position überlässt, ganz sanft an deinem Gewebe zu ziehen. Vielleicht spürst du am rechten oberen Arm einen ganz sanften Zug am Trizeps. Das ist so der Bereich des Armes, der jetzt nach oben schaut. Vielleicht auf der linken Hand einen ganz, ganz sanften Zug hier vorne am Brustmuskel. Vielleicht genießt es einfach, einen Moment innehalten zu dürfen. Und dann hebe ganz sanft deinen Rumpf, um die linke Hand zu befreien, den Handrücken außen neben die Matte abzulegen. Hebe ganz sanft Kopf und Schultern, um die rechte Hand zu lösen. Spür hier einen Moment nach. Ob sich die Seiten ganz fein unterschiedlich anfühlen. Wie gesagt, suchen jetzt nicht den großen Stretch, sondern eine ganz sanfte Dehnung. Und so, um den Ausgleich zu schaffen, lade ich dich ein, dasselbe jetzt mit der rechten Hand unten, mit der linken Hand oben zu finden. Also ich weiß für mich heute schon, wo mein Sweet Spot ist, wo ich mich heute gut fühle. Und das ist bei mir jeden Tag anders, das darf es bei dir auch sein. Also beginn sonst gern wirklich am unteren Rücken und wandere langsam hoch. Und beginne im Hinterkopf, wenn du merkst, oh, das ist gut, da geht noch mehr, dann wandere sanft nach unten. Denn nach hier vielleicht spürst du jetzt links einen sanften Zug am Armstrecker, an dem hinteren Oberarmmuskel. Vielleicht am rechten Brustmuskel, rechts hier die Schulter runter. Manchmal kann es sein, dass es etwas zwickt, piekst. Vor allem, wenn es so ein scharfes, spitzes, vielleicht sogar stechendes Gefühl ist, bist du definitiv zu weit gegangen. Das heißt, du sollst jetzt wirklich entspannt da liegen. Das ist fast wie Shavasana. Und dann auch hier, hebe das Becken, den unteren Rücken sanft, leg den rechten Arm weit neben dir auf dem Boden ab, den linken Arm. Lass die Schultern von dir nochmal schwer in die Matte sinken. Gerade wenn man sehr verspannt ist, ist das hier schon oft eine gute Ausgleichshaltung. Und wenn du möchtest, kannst du hier gerne noch in der Rückenlage bleiben. Aber wenn es für dich jetzt Zeit ist, weiterzugehen, vielleicht noch ein Video zu machen oder deinen Tag fortzusetzen, dann wünsche ich dir jetzt so oder so alles Gute. Schön, dass du Yoga mit Marlene eingeschaltet hast. Bis zum nächsten Mal. Namaste.